und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckeres Porridge, denn jetzt wird's ja kalt und da braucht man etwas Warmes am Morgen zum Frühstücken. So finde ich es, dann geht's mir gleich besser. Und da liebe ich am liebsten Porridge und zwar ein bestimmtes Porridge und das nennt sich Zorts, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und zwar sind das Haferflocken, deshalb Oats und eine Mischung, dieses Z, das kommt von Zucchini und deshalb kommt das Ganze zusammen zu dem Wort Zorts. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für eure Zorts, also euer Porridge mit Zucchini, braucht ihr natürlich eine Zucchini. Die wascht ihr zuallererst und reibt ungefähr die Hälfte von einer Zucchini erst einmal in grobe Stücke. Dann nehmt ihr euch eine reife Banane, denn je reifer eine Banane ist, also je mehr schwarze Punkte auf der Schale drauf ist, desto süßer ist sie und wir wollen ja den Porridge ein bisschen süß haben und deshalb nehmt ihr euch die Hälfte davon. Die Hälfte schneidet ihr in Scheiben und die andere Hälfte zermatscht ihr mit einer Gabel. Als nächstes braucht ihr dann einen Topf und da gebt ihr 200 ml Wasser hinzu. Dann anschließend gebt ihr feine Haferflocken dazu, ungefähr eine Handvoll und eine Prise Salz und das Ganze wird zuallererst ein bisschen aufgekocht. Anschließend gebt ihr die zerdrückte Banane hinzu, dann könnt ihr noch ein bisschen pflanzliche Milch hinzugeben oder normale Milch, das könnt ihr entscheiden. Ich verwende jetzt Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, alles würde sich eignen und schmeckt super lecker. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch ein bisschen würzen. Ich verwende jetzt Tonkabohne, ein bisschen Zimt und dann gebe ich noch Kakaopulver dazu, weil ich entschlossen habe, eine Kakaoversion daraus zu machen, also eine Schokoladenversion. Natürlich, wenn ihr das nicht so gerne habt, könnt ihr den auch einfach weglassen. Wenn das Ganze dann gut zusammen vermengt ist, dann kommt zum Schluss die Zucchini dazu. Einfach nur kurz unterrühren, ungefähr eine Minute vielleicht weiterkochen lassen und dann ist euer Porridge schon fertig. Jetzt könnt ihr euren Porridge, eure Zorts, schön anrichten in einer Schüssel, einfach die ganze Menge hineingeben. Dann könnt ihr die Bananen nehmen von vorhin, schön reindrapieren, ein bisschen Kokoschips oben drüber verteilen. Wer möchte noch ein paar Kakaonips, das ist ohne Zucker und schmeckt richtig lecker, gibt noch mal ein bisschen Crunch. Und ich gebe noch ein bisschen Mandelmus dazu. Da könnt ihr natürlich Nussmus wählen, welches ihr gerne habt. Und es schmeckt richtig lecker und macht das Ganze richtig schön cremig und hat zusätzlich natürlich auch noch gesunde Fette. Ja, und das war's schon. So schnell und einfach habt ihr euren Porridge gemacht. Jetzt für die kälteren Tage. Super für den Herbst, für den Winter. Ich liebe den und ihr könnt wirklich ihn wirklich in verschiedenen Varianten zubereiten, wie ihr Lust habt, was ihr gerne kombinieren möchtet, was ihr auch zu Hause habt. Und der Sinn von der Zucchini ist einfach, dass sie erstens Volumen mit sich bringt. Es macht also einen mehr satt. Zucchini hat keine Kalorien, es ist geschmacksneutral. Macht euch also satt, ohne zusätzlich Kalorien aufzunehmen. Und ihr habt schon im Frühstück, oder wenn ihr das natürlich auch zum Mittagessen oder zum Abendessen essen möchtet, auch schon Gemüse drin versteckt. Also eine perfekte Mahlzeit, die euch richtig schön satt macht und euch auch noch Energie liefert. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Schreibt mir doch gerne auf meinem Blog oder hier auf YouTube, ob es euch geschmeckt hat, ob es euch gelungen ist. Das freut mich jedes Mal riesig. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, dann auch immer gerne auf Instagram. Da könnt ihr gerne den Hashtag FrauJanik nutzen. Dann kann ich die Fotos sehen und das freut mich jedes Mal riesig. Vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir gerne und wir sehen uns einfach das nächste Mal hier wieder. Tschüss! Eure Frau Janik.